Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 18. Juni 2021. Ja, der letzte Tag der Börsenwoche und heute ging es eigentlich nochmal relativ gut nach unten, hier bis auf minus 56,23 € oder 0,76%. Dann ist es wieder so ein bisschen gestiegen, dann wieder gesunken und jetzt gerade steigt es wieder. Das liegt vor allen Dingen auch an Tesla. Und ja, wir schauen uns mal an, was ich heute gemacht habe. Ich kann jetzt nicht in die andere Übersicht leider gehen, weil ich eine neue Adresse habe. Und ja, ich nicht unbedingt möchte, dass die zu sehen ist. Auf jeden Fall habe ich heute Square verkauft mit einem Plus von ca. 1 oder 2% waren es, also nicht wirklich viel, und habe dann das Geld genommen und CureVac gekauft. Und ja, ich gehe gleich nochmal drauf ein und sage dann ein bisschen was dazu. Gucken wir uns erstmal die beliebtesten Aktien an. Da sehen wir an erster Stelle CureVac und an zweiter Stelle AMC. Die haben hier heute fast die 55 € erreicht, bei 54,48 €. Also zu Beginn der US-Börse um 15.30 Uhr ist es nochmal extrem angestiegen und jetzt gerade eben auch ein Plus von 1,80 € oder 3,55%. Und ja, hier sehen wir dann nochmal bei der Ein-Tagesspanne, heute war alles von 48,94 € bis 54,56 € dabei. Und für alle, die sich da weiterhin noch für AMC interessieren, da hatte ich heute schon ein Video hochgeladen, ich verlinke es euch nochmal. Und da könnt ihr dann gerne nochmal vorbeischauen. Amazon habe ich ja in meinem Zweitdepot, ein Plus von 0,55%, 16 €. Und hier sieht die Woche auch extrem gut aus mit 6,59% und der Monat mit 8,76% oder 237 €. Ja, bin in meinem Zweitdepot auch gut im Plus damit, ich glaube über 10%, obwohl ich es ja noch nicht so lange bespare, aber freut mich auf jeden Fall und nehme ich gerne mit. Apple auch in meinem Zweitdepot immer noch über den 110 €, waren hier teilweise auch bei 111 €, aber nichtsdestotrotz ein kleines Plus nur, also so um die Plus minus Null theoretisch. Es kann natürlich sein, dass es jetzt in den letzten Stunden noch sinken wird. Die Woche sieht aber bombastisch aus. Hier auch 5% Plus gemacht oder 5,36 € und im Monat auch ein Plus von 5,91% oder 6,16 €. Ja, und dann About You. Ein kleines Minus von 1%. Waren hier teilweise aber auch 1% im Plus, sind sie wieder gesunken bis auf 1,7% runter. Und ja, letztendlich eben bei minus 1% gerade. Gut, dann gucken wir jetzt mal auf mein Depot und ich habe hier schon Tagesverlauf relativ angeklickt und dort sehen wir, es sind viele Aktien im Minus, vor allen Dingen auch ein paar oder die Hälfte meiner Sparplanaktien. Aber eben auch einige dann doch gut ins Plus gekommen, wie jetzt an erster Stelle Tesla. Die waren eben sogar bei, nee, ich wollte gerade sagen, die waren eben schon bei 530 € pro Aktie, aber da waren sie nicht. Vielleicht kommen sie da noch hin. Ja, insgesamt 2,34%, was mich extrem freut, 12,20 €. Und ja, bin jetzt nur noch 9,89% im Minus. Immerhin mal unter die 10% gekommen. Das ist auch ja, ein Schritt, ein erster wichtiger Schritt. Aber ich bin auch gespannt, wie lange das noch anhält. Ich denke, dass das sich nicht halten wird, sondern dass es auch nochmal sehr stark sinken wird. Ich hoffe es zumindest, damit ich nachkaufen kann. Aber ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, weil es niemand weiß, was damit eben passieren wird. Aber wenn sie heute noch die 530 erreichen, wäre es doch auf jeden Fall ja, ganz cool. Dann CureVac, meine neue Aktie. Ach, CureVac schon. Ich bin schon einen Schritt voraus. Main Street Capital erst. Heute nicht so viel passiert. 11 Cent im Plus. Hier einmal einen Dip gehabt bei
0,7%. Und ja, insgesamt die 30 Euro minus 2,79% ist eigentlich nichts großartig passiert. So, jetzt kommen wir zu CureVac, meine neue Aktie im Depot. Und ich hatte ja gestern schon gesagt, es kamen sehr negative Schlagzeilen raus, dass der Impfstoff vielleicht doch nicht so helfen soll, wie er oder wie es gedacht wurde. Wir sehen hier von ca. 82 Euro dann zack runter auf 32 Euro und 25 Cent, was natürlich extrem ist, dieser Sprung. Also von hier, wenn man das, sich das mal anguckt, 1,88% im Plus auf Wochenansicht betrachtet, dann auf minus 60%, ja, gerade so 50 Euro runter, ist natürlich heftig für alle die, die zu diesem Niveau hier gekauft haben. Ich bin jetzt eingestiegen, weil ich auch heute einige Schlagzeilen gelesen habe, dass ja, viele die Hoffnung nicht aufgeben und es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, wie es aussieht, also dass der Impfstoff dann vielleicht doch helfen könnte. Einfach auch, naja, es ist auf jeden Fall risikoreich. Ich war heute teilweise schon bei 25 Euro im Plus und hätte verkaufen können. Aber ich warte hier noch ein bisschen ab, gerade 2,8% im Minus, aber ist natürlich auch heute hin und her gesprungen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht werde ich es heute irgendwann noch verkaufen, sollte es steigen. Also mein Ziel ist es, damit irgendwie 30, 40 Euro Gewinn zu machen, wenn es gut läuft. Und dann wäre ich auf jeden Fall schon sehr zufrieden. Ja, sollte es vielleicht noch weitere Meldungen geben, dass der Impfstoff doch gut ist oder helfen soll und so, dann werde ich natürlich halten. Aber mal gucken. Also weiß ich noch nicht genau. Heute gab es ja auch noch einige Meldungen. Wir sehen hier zum Beispiel CureVac nach wie vor unter den Top 10. CureVac sieht trotz enttäuschender Zahlen gute Chancen auf Zulassung. Und wenn sie eben die Zulassung bekommen, das wäre natürlich gut. Ja, wie gesagt, ich bin mir sehr unsicher, was ich hiermit mache, ob ich vielleicht doch halte. Also ihr seht, ich bin mir einfach unsicher. Gut, AGNC Investment, ein kleines Minus von 14 Cent oder 0,95%. Hier hat sich auch nicht wirklich was getan, 5,84% Minus insgesamt. Und ja, die halte ich weiter. Monatlicher Dividendenzahler, hatte ich ja schon öfter gesagt. Dann Norwegian Air Shuttle, die sind eigentlich den ganzen Tag gesunken, auch bis auf unter den Euro. Und jetzt steigen sie wieder so ein bisschen an, sodass sie jetzt gerade 1 Cent im Plus sind. Aber hier bin ich auch noch mit 75 Euro im Minus und da muss ich auch erstmal wieder hinkommen, dass der Kurs hier bei 1,20 Euro circa liegt. Bitcoin, die ganze Zeit eigentlich nur gesunken, gerade ein Minus von 4%, das macht 1314 Euro aus. Und hier gibt es jetzt geplante Wartungsarbeiten morgen von 8 bis 8.15 Uhr, also jetzt nicht ganz dramatisch. Und während dieser Wartungsarbeiten kann man eben nicht handeln. Das ist aber völlig in Ordnung. Ich denke, ich werde morgen an einem Samstag um 8 Uhr noch schlafen. Ja, British American Tobacco, ein Minus von 0,6%, 20 Cent. Aber hier noch ein kleines Plus insgesamt. Dann Ethereum, genauso am Sinken, sieht ähnlich aus wie der Bitcoin-Kurs. Und auch hier gibt es morgen Wartungsarbeiten von 8 bis 8.15 Uhr. Hier bin ich noch mit 15 Euro im Minus. Dann Facebook ist sehr stark, also was heißt sehr stark, ist ja kontinuierlich gesunken. 2,50 Euro heute insgesamt Minus gemacht, aber hier bin ich noch mit über 10 Euro im Plus. Und Walt Disney genauso gesunken, 82 Cent im Minus und hier ein Minus insgesamt von 8,26 Euro. Und Zalando ein kleines Plus, auch nicht wirklich viel passiert. Hier waren sie teilweise wieder über den 100 Euro, was echt ja, sehr stark ist für Zalando. 9,12 Euro, 11,40 Euro, auch sehr gut. Und zuletzt meine letzte Sparplanaktie Visa,
ein Plus von 0,42% oder 82 Cent. Und hier bin ich noch mit 3%, fast 4% oder 3,07 Euro im Plus. Zu guter Letzt dann Workhorse, die steigen gerade auch wieder, aber man sieht gerade der Kurs der Aktie 12,71 Euro und mein Buy-in hier unten links 13,86 Euro. Also ich bin noch etwas im Minus mit 6,89 Euro, 8%. Ich hatte ja auch nicht so viel hier reingesteckt und hier werde ich auch mal abwarten, wie es die nächste Zeit so aussieht. Nicht investierter Betrag von 16,99 Euro und... ja, so sieht es heute bei mir aus am 18. Juni. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Das würde mich natürlich auch interessieren. Konntet ihr auch gut Gewinne machen? Und ansonsten werde ich morgen dann einen Wochenrückblick drehen. Also ich weiß noch nicht genau, wann ich es hochlade, aber ich werde dann auch meine Monatsansicht und Jahresansicht zeigen. Das hatten sich ja viele gewünscht. Und halt auch die maximale Ansicht, also wie viel ich jetzt in über einem Jahr an der Börse Plus oder Minus gemacht habe. Und das werde ich dann drehen. Das kommt dann entweder morgen oder Sonntag. Ich weiß es noch nicht genau. Ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das gerne tun. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Danke an 2100 Abonnenten. Also es ging jetzt diese Woche wirklich drunter und drüber sehr viele dazugekommen. Das freut mich natürlich, auch natürlich aufgrund der AMC-Videos. Ist aber auch echt ein spannendes Thema und interessiert ja scheinbar viele. Und willkommen an Bord, freut mich auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende wahrscheinlich. Das Wochenende fängt gerade an. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann!